Wie unser Haus unter einem Dach die Naturkunde und die Kunst verbindet, so verbindet auch Thomas Saraceno in seinem Werk Natur mit Kunst und schafft damit einzigartige Bilder und Rauminstallationen. Er arbeitet mit Natur, er bettet sich in die Natur mit seinen Arbeiten ein. Er experimentiert mit den Kräften der Natur, er entdeckt Staubpartikel in der Luft und macht sie im Lichtstrahl sichtbar. Er präsentiert uns die faszinierende Präzision von Spinnennetzen und macht sie zum Teil eines großen Ganzen. Ich finde an der Ausstellung von Thomas Saraceno faszinierend, dass wir nach dem Besuch dieser Ausstellung die Welt mit neuen Augen sehen. Er zeigt uns, wie mit der Kraft der Natur viel zu bewegen ist und sich viel bewegt und wie wir als Menschen an diesem Ganzen der Natur teilhaben. Im Rahmen der Ausstellung haben wir Gespräche zwischen Thomas Saraceno und Spezialisten aus den unterschiedlichen Bereichen organisiert, um im Gespräch mit dem Künstler unterschiedliche Aspekte seines Werkes offenzulegen. Deshalb freue ich mich besonders, dass Paolo Ferri von der ESA hier in Darmstadt, Jasmin Raymond von der Städelschule in Frankfurt und Peter Jäger vom Senckenberg-Museum auch in Frankfurt eingewilligt haben, mit dem Künstler Gespräche zu führen und unterschiedliche Aspekte seines Werkes und dieser Installation zu diskutieren.